Herzlich willkommen zum heutigen Future Talk, zum weiteren Liquid Lumen Ritual dann am Abend mit dem besonderen Fokus der Weltphilosophie. Und besonders herzlich willkommen an Herrn Prof. Dr. Harald Seubert, der heute sein Werk, die Weltphilosophie, vorstellen wird. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Und vielleicht eine kleine Vorschau für den Abend. Wir werden eine Einführung von Harald hören zur Weltphilosophie von ca. einer 20 Minuten, halben Stunde. Danach werden wir ein bisschen in das Gespräch eintauchen zu diesem spannenden Thema. Und dann wird es einen kleinen Break geben. Gegen 9 ist eine kurze Performance, die Shadow Body Performance, geplant. Danach wird es dann ein Konzert von Thomas geben, eine Einstimmung, ein Warming-up in gewisser Hinsicht auch für das weitere Liquid Lumen Ritual. Und dann gehen wir immer mehr sozusagen in den Tanz rein. Aber umso mehr freut mich, dass wir jetzt erstmal in die Weltphilosophie eintauchen. Und ich sage einfach nur ein paar Worte. Hier haben wir das Werk, die Weltphilosophie, um die es geht. Das ist jetzt gerade seit ein paar Tagen erschienen. Ein Entwurf, gleichzeitig ein ganz großer Wurf, der auch gleichzeitig die Reihe für eine Philosophie der Interkulturalität eröffnet. Da werden wir dann auch ein bisschen dann in das Gespräch eintauchen. Und ich darf sagen, als Verleger auch von Harald Seubert, wir haben auch schon mehrere Sachen gemeinsam gemacht. Zum einen möchte ich noch auf das Werk Krieg und Frieden und darüber hinaus hinweisen, wo auch Ende Oktober diesen Jahres wieder ein Kongress stattfinden wird zum großen Frieden in Auerstedt. Und zu anderem die Ästhetikvorlesung von Seubert als Hörbuch zu haben und als Vorausschau auch dann die politische Philosophie, die dann Ende im Herbst eigentlich zum großen Frieden erscheinen wird. Aber das sollte nur mal eine kleine Hinführung sein. Harald Seubert ist Philosoph vor allem, auch studierter Theologe, aber Philosoph, Religionsphilosoph. Er hat den Lehrstuhl für Philosophie und Religionswissenschaften an der SDH Basel inne und ist gleichzeitig im Lehrkörper der Hochschule für Politik hier in München. Ich erspare mir jetzt lange Vorreden und so weiter. Und das soll es eigentlich schon von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wünsche euch viel Inspiration mit der Weltphilosophie und freue mich sehr, dass Harald heute hier ist. Bitte, du hast das Wort. Ja, vielen Dank. Das Buch ist eben jetzt gerade erschienen und geschrieben worden, auch relativ frisch geschrieben worden in den letzten 2, 3, halben Jahr, aber nach längerem Nachdenken. Und ich möchte in diesen 20 Minuten, die ich nicht viel überschreiten möchte, einiges zu dem Impuls sagen, der das leitet. Kant hat ja schon unterschieden einen Schulbegriff der Philosophie, das ist das, was man an den Universitäten zunehmend hört und eigentlich nur noch hört, wo Philosophie eine Wissenschaft unter anderem ist, und einem Weltbegriff. Und er den Weltbegriff definiert als das, was jedermann notwendig interessiert. Dass wir in unserer Welt sind, unser in der Welt sein, würde Heidegger sagen, mit unserem Dasein ganz wesentlich zusammenhängt, wir also nicht nur Hirne im Tank sind, sondern wirklich in eine Welt verwoben sind, das geht auch mit in unser Denken hinein. Insofern ist jeder Mensch unterschiedlicherweise auch auf die philosophischen Fragen letztlich durchlässig, ist er transparent. Man könnte sagen, gibt es eine tiefere Frage in ihm, die auch Religionen nicht ohne weiteres beantworten, weil Religionen vielleicht zu schnell die Antwort geben. Der Weltbegriff hat heute nochmal eine akutere Bedeutung, die man im 18. Jahrhundert vielleicht geahnt hat, aber die man heute noch sehr viel stärker sieht. Wir leben ganz offensichtlich in einer Welt, in einer Welt, die man gar nicht mehr teilen kann zwischen erster Welt, zweiter Welt und dritter Welt oder noch weiteren Welten, sondern eine Welt, in der alles, was geschieht, überall hin Auswirkungen hat. Eine Welt, die globalisiert,
hochgradig geeint ist, verbunden ist und zugleich in ihren Tiefen zersplittert ist, in der wir eine Menschheit haben, aber zugleich diese eine Menschheit in unterschiedlichsten Konfliktfeldern aufeinander zu prallen droht. Das Ideal einer geeinten Menschheit, ein Wort oder eine Vision von Aurobindo, hat also hier nochmal eine ganz existenzielle Bedeutung. Wenn wir zu diesem Ideal nicht kommen, das ist dann auch die Frage der politischen Philosophie, wenn wir zu dem großen Frieden nicht kommen, dann kommen wir wahrscheinlich auch gar nicht mehr zu einem kleinen Frieden. Dann drohen die Konflikte tödlich zu werden. Das hat Samuel Huntington in seiner Diagnose des Clash of Civilizations vor etwa 20 Jahren nach dem Ende des Ost-West-Konfliktes so prognostiziert. Ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich dieser Lage als Philosoph in gewisser Weise Rechnung tragen wollte, weil mich ungeheuer interessiert hat, wie die verschiedenen Kulturen dieser Welt nicht nur in einer abstrakten Toleranz zueinander stehen, sondern in einer tieferen Affinität, aber auch jede gewissermaßen auf ihr Absolutes, auf ihre eigenen letzten Fragen gerichtet ist. Die christlich-jüdische Tradition, die auf ein messianisches Zeitalter hinzielt, die buddhistische Tradition, Traditionen, die auf ganz andere Formen der Erleuchtung und der Erlösung zielt, der Hinduismus, aber auch die afrikanischen Welten. Die Philosophie hat sich erst in den letzten Jahrzehnten auf das Interkulturelle geöffnet. Noch in meiner Studienzeit, das ist ein paar Jahrzehnte her, sprach man davon, dass die Philosophie nur die abendländische Sprache spricht. Sie spricht, sagt Heidegger, Griechisch und Deutsch. Das ist nicht falsch, aber es ist eben auch nicht genug. Inter heißt, man kann eigentlich gar keine Wahrheit, keine Behauptung aufstellen, die für sich steht, die isoliert steht. Es ist immer ein Zwischenfeld eröffnet. Es ist immer ein Feld der Begegnung in Affinität, aber auch in Trennung eröffnet. Wenn man sich auf einer vordergründigen Ebene begegnet, dann ist dieses Inter relativ leicht durch Konventionen, durch das Lernen von Sprache, vielleicht auf einer sehr oberflächlichen Ebene der Umgangssprache zu erreichen. Je tiefer man geht, umso ernster wird es. In jeder Beziehung, natürlich auch in dieser der Kulturen und dieses Ideals der geeinten Menschheit. Und es ist ebenso klar, dass wir durch unsere technologische Welt, durch unsere ökonomische Welt das immer schon haben, aber dass wir das einholen müssen in gewisser Weise. Ich habe deshalb im ersten Kapitel dieses Buches versucht, einige Elemente dieses Inter, dieses Zwischenspiels herauszuarbeiten und zu klären. Ich habe versucht, wie die metaphysische Frage, also die Frage, die über die Natur hinausgeht, in den Grund hineingeht, sich mit den Kulturprägungen verbindet, wie es eine europäische Metaphysik gibt, aber eben auch eine hinduistische, eine buddhistische, wie die Frage nach der Wahrheit sehr eng zusammenhängt. Wir wollen alle eine tiefere Wahrheit finden, mit der Frage nach dem Sinn in unserem Dasein, wie das Sein und das Nichts zusammenhängt. Das ist ein ganz wichtiges Problem der Metaphysik und natürlich auch des eigenen Lebens. Das Sein, das sich in einer gewissen Weise in der Fülle, in der Vollkommenheit zeigt. Wie wir weiter aufsteigen, dieses Sein klären, dieses Sein bejahen oder auch mit ihm ringen und wo doch in jedem Leben auch das Nichts eine Rolle spielt. Das Nichts, das Endlichkeit bedeuten kann, dass das Sein durchstreichen kann, ja, durch Leiden, durch Krankheit, durch Tod. Auch das höchste Sein ist sterblich. Auch die Götter sind sterblich, sagt Friedrich Schiller zum Beispiel. Aber das Nichts hat ja auch eine eigene Kraft. Das Nichts, das gerade auch in den östlichen Traditionen neben die Fülle tritt, das Nichts ist die Leere, ist der Raum, in dem überhaupt erst das Sein sich entfaltet. Warum ist Sein und nicht vielmehr nichts? Also das erste Kapitel sucht solche Fragen aufzuwerfen. Und es sucht dann eine Frage aufzuwerfen, die philosophisch damit zusammenhängt, ob wir nur eine Hermeneutik haben, um einander zu verstehen, auch Kulturen zu verstehen. Also eine Art Verstehenslehre. Hans-Georg Gadamer hat gesagt, man muss immer den anderen wohlwollend verstehen und vielleicht ihn besser verstehen, als er sich selber versteht. Gar nicht so einfach. Schon schwer genug, sich selber zu verstehen, so wie man sich versteht. Oder ob es auch das gibt, was ein anderer Philosoph des 20. Jahrhunderts, Heinrich Rombach, eine Hermetik genannt hat, wo man gewissermaßen in den tiefen Raum des anderen und der anderen eindringt. Das hat was Personales, aber das geht über das Personal eben hinaus
auch in die Kulturen. Und jede Personbegegnung, jede Ich-Du-Begegnung spiegelt auch diese Kulturdimension. Da könnte ich jetzt sehr biografisch werden gerade, aber das will ich gar nicht tun. Ein ganz wichtiges weiteres Element ist die Frage der Subjektivität. Unser eigenes Ich, das gewissermaßen ganz bei jedem, bei jeder, ja, man könnte sagen, unvordenklich ist, das da ist, das mitschwingt. Wenn wir Ich sagen, dann schwingt da eine ganze Welt mit, eine Prägungswelt, aber es schwingt auch etwas ganz Singuläres mit, das mit diesem Ich verbindet. Wie sagen unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Kulturen Ich? Wie verbindet sich diese Subjektivität mit dem Wissen? Wie können Subjektivitäten aufeinanderprallen und wie können sie zu einer Versöhnung kommen? Insofern ist, Andreas Masch hat darauf ja verwiesen, die Frage nach einem großen Frieden, der nicht nur ein temporärer Waffenstillstand auf Zeit sein soll, eng verbunden mit dem interkulturellen Verstehen. Ich habe also zunächst über Krieg und Frieden nachgedacht in den letzten Jahren. Aber auch versucht zu zeigen oder darüber nachzudenken, dass Krieg und Frieden Wechselbegriffe sind, so wie Mann und Frau, wie Tag und Nacht. Man hat vom Krieg gar keine Ahnung, wenn man nicht zumindest eine kleine Vorahnung vom Frieden hat. Und man hat vom Frieden keine Ahnung, wenn man nicht den Krieg kennt. Joseph Beuys sagt mal, der größte Frieden ist der Ideenkrieg mit sich selber. Also ein Friede, der nur still wäre oder statisch wäre, wäre nicht genügend. Wenn ich jetzt von diesem kleinen Frieden, den die Welt immer wieder sieht, der auch ja, uns manchmal geschenkt ist, so als Auge des Sturms, in einen wirklich großen Frieden will, was schon etwas Eschatologisches ist, dann muss ich mich natürlich auch fragen, wie begegnen sich die verschiedenen Kulturen, ihre Denkformen und ihre Wissensformen? Wo sind die Ähnlichkeiten und wo sind die Trennungen? Geht es mit Kulturen so ähnlich wie mit Menschen oder hat das nochmal eine andere Dimension? Interkulturelle Philosophie hatte sehr viel zu tun, als sie vor etwa 30, 40 Jahren aufkam, mit dem postkolonialen Paradigma, das Philosophen, Philosophinnen auch gerade aus der nicht-europäischen Welt gesagt haben, nun nimmt uns doch auch einmal wahr als Gesprächspartner auf Augenhöhe. Der Geist ist nicht einfach nur der europäische Geist. Und damit hängt zusammen, dass man dann bestimmte Philosophien, die sehr imperialistisch, sehr mächtig erstmal auftreten, kritisch beäugt hat und gefragt hat, auf welcher Ebene können wir denn den anderen wahrnehmen und beachten, der nicht in dieser europäischen Kultur situiert war. Ich habe das selber in langen Jahrzehnten oder zumindest Jahren, doch auch Jahrzehnten, mittlerweile zweieinhalb, als Philosophieprofessor und als Doktorvater bemerkt, wenn Menschen irgendwo aus Indien kommen oder aus Japan kommen, Indien noch stärker, Korea, dann ist es oft sehr mühsam gewesen, sie auch mal dazu zu animieren, ihre eigene Kultur mit zum Thema zu machen. Sie wollten die europäische Kultur lernen, sie wollten Hegel lernen, sie haben teilweise nur wegen solcher Philosophen Deutsch gelernt oder Englisch gelernt. Und man musste sie auf wirklich labyrinthischen Wegen, wie durch ein Labyrinth, wo dann am Ende irgendwo das Licht ist, zu ihrer eigenen Wurzel zurückzuführen versuchen. Das Schwerste ist das rein Entsprungene, sagt Hölderlin, also die Quelle, zu der Quelle wieder zurückzukommen, das ist gar nicht einfach. Und deswegen habe ich jetzt den Versuch gemacht, gegen diese ganze interkulturelle Debatte, die da so postkolonial da ist, mit großer Berechtigung, auch gerade erst einmal philosophische Prägungen wieder sichtbar zu machen in ihrer interkulturellen Potenz, die aus Europa kommen. Denn wenn ich aus Europa denke, kann ich nur so die Welt letztlich eröffnen, so wie ein Mensch, der aus einer ganz anderen Kulturwelt kommt, aus seiner Kulturwelt die Welt eröffnen. Das ist dann der Beginn des Gesprächs. Und für den Fall, dass Sie sich das Buch antun oder diese Gedanken antun, dann werden Sie sehen, dass Philosophen wie Platon, der am Anfang war, schon sehr weit hinausgedacht hat über das Spektrum, das die Griechen damals hatten. Der kennt nicht nur den Gegensatz Griechen-Barbaren, sondern der kennt eine Wahrheit, die in unterschiedliche Sprachen hineingelegt ist. Der kennt das Hin- und Herblicken als die Notwendigkeit der Erkenntnis. Und er öffnet diesen Blick. Auch, da wird die Diskussion vielleicht noch drum kreisen, ein gerade bei Afrikanern sehr verpönter Philosoph wie Hegel hat, wenn man ihn etwas contre-coeur liest, interkulturell unheimlich viel zu sagen. Warum mögen die Afrikaner den Hegel nicht? Habe ich viel darüber debattiert, weil er natürlich sagt, Afrika hat keine Geschichte.
Und wenn jemand keine Geschichte hat, dann können Sie ihm natürlich auch, oder ihr, ihre Geschichte und ihre Identität nehmen. Das scheint zunächst mal eine sehr krude Sache zu sein. Aber Hegel hat immer in Stufen gedacht. Er hat gesagt, wie wir die Welt jeweils aus einer Stufe sehen, so ist die Welt auch, so verändert sie sich. Unsere Erkenntnis und die Realität, die sich dieser Erkenntnis eröffnet, hängen also sehr eng zusammen. Das ist nicht voneinander zu trennen. Und das jeweilige Gelingen oder auch Scheitern eines Zugangs, eines Blickes, führt auch zu einer anderen, einer höherstufigen Wahrheit. Das, glaube ich, ist das wirklich, man soll sich ja nicht, ich lobe mich ja auch nicht, aber es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich gerade die Philosophien hier reinnehme, die aus Europa in die Welt gehen und die teilweise von der Welt, von anderen Weltecken, anderen Weltgegenden eher kritisch gesehen werden, dass ich sage, die haben aber da etwas zu sagen, wenn man sie anders betrachtet. Von Nietzsche stammt das Wort, wir können nicht um unsere Weltecke sehen. Perspektivismus. Alle Erkenntnis hat eine Weltecke, eine Perspektive. Die moderne Kunst zeigt, dass man sehr wohl die Zentralperspektive aufheben kann. Dass dann ein Fluidum, eine Gesamtheit des Raumes. Wittgenstein sagt, die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt. Das ist prinzipiell natürlich richtig. Aber die Sprache kann die Quellen anderer Spracherfahrungen öffnen. Zwar nicht nur, wenn man in eine allgemeine Formalsprache geht, sondern wenn man in die Tiefe jeder eigenen Sprache geht. Wenn Sie also Deutsch sprechen oder Griechisch sprechen, dann ist das Sanskrit zum Beispiel sehr nahe. Und bis in semitische Sprachen, die anders funktionieren, auch grammatikalisch anders funktionieren, hat man sehr ähnliche Bilder und Grunderfahrungen. Zum Beispiel der Wind und der Geist sind ein Wort. Pneuma, griechisch, Ruach, hebräisch, Geist, Hauch, Deutsch. Ich habe dann auch die Auffassung hier etwas skizziert, dass das ostwestliche Gespräch ganz wichtiger Punkt ist. Und dabei denke ich auch ganz essentiell das Judentum und auch den Islam zu Europa hinzu. Das sind eigentlich, wenn Sie in die Grundformen der Spätantike und des Mittelalters kommen, ist das ein Kulturkreis, der unheimlich interagiert hat, harmoniert hat, den immer wieder auch gebrochen hat, der vor allem in Spanien starke Interaktion hat. Das Ostwestliche ist immer was anderes. Das Ostwestliche ist dann letztlich die Begegnung dieses mit drei monotheistischen Religionen versehenen Grundzusammenhangs mit den geist- und energetischen Kräften und Mächten, die über Südindien, nach China, nach Japan und so weiter gekommen sind. Das ist eigentlich die Gegenküste, aber die Gegenküste ist immer auch die Komplementarität, die entsprechen. Und das Ideal der geeinten Menschheit muss das zusammenführen. Afrika, eine weitgehend von Geistrealitäten, wo das Ich, das Subjekt, nicht das individuelle, geeinzelte Ich ist, sondern in dem die ganze Stammes- und sonstige Realität mitschwingt, ist dann gewissermaßen der dritte Raum, der sich hier eröffnen würde. Die versuche ich ostwestlich, südnördlich etwas in ein Gespräch und in einen Zusammenhang zu bringen. Karl Jaspers hat schon in den 50er Jahren gesagt, Asien geht nicht nach Europa auf, sondern Asien geht nach Asien auf und Europa geht nach Europa auf und so können sie einander begegnen. Nun sollte man eben den großen Frieden und auch diese Begegnung der Kulturen nicht zu klein denken, nicht zu klein Formatik denken, sondern so wirklich als ein großes Seelengespräch verstehen. Und da hat gerade die Philosophie manche Möglichkeiten und Optionen, weil die Philosophie eben aufs Ganze geht und auf das Eine geht. Das Eine in seinem Fluss, in seiner Vielheit, das ein Ganzes dann bildet. Das verbindet die Philosophie eben auch sehr viel stärker mit Religion, mit Mystik, als sie verbindet mit Einzelwissenschaften. Ich meine, es ist ein gewisses Leiden unserer Zeit, dass man die Philosophie auch zu so einer Einzelwissenschaft macht, in dem Labor wie manches andere. Philosophie lebt auch eigentlich nicht mit Dualismen. Manchmal gibt es Dualismen, man sagt Geist, Seele oder so, einerseits und Leib andererseits, weil die Philosophie hat die Grundtendenz, in eine übergreifende Einheit zu kommen. Sie unterscheidet manchmal bis zur Penetranz. Das weiß auch Andreas, wenn wir reden, dann ist der Yogi natürlich immer irgendwie im Fluss und immer in der Einheit. Der Philosoph sagt, es sind Unterscheidungen notwendig, Differenzen notwendig. Und
Das ist ein freundschaftlicher Disput, der auch eine gewisse Komplementarität mit sich bringt. Aber in dieser Unterscheidung will die Philosophie letztlich auf einen höchsten Punkt, auf dem dann nicht mehr das Transkulturelle, das Interkulturelle ist, sondern das Transkulturelle, ein größerer Gesichtspunkt auf die Welt. Vielleicht sogar, wenn man weiß, dass der menschliche Geist immer ein endlicher Geist bleibt, bis hinein in eine God's Eye View, eine Sicht Gottes auf die Welt. Ich habe deshalb versucht, was man heute philosophisch gar nicht so leicht mehr macht oder sich traut, einen Gipfel der Betrachtung zu finden. Formulierung des Großartigen, sprechen wir vielleicht in der Diskussion noch kurz drüber, Nikolaus Cusanus, der sagt, wir brauchen ein Apex Theoriae, einen Gipfel, von dem dann erst die ganze Landschaft vermessen wird. Schopenhauer hat das auch ein sehr schönes Bild mal gefasst. Wir stehen auf einem Berg und von diesem Berg gewinnen dann die Landschaften erst ihre Formation, gewinnen auch ihre Ruhe. Wenn man drunten ist, ist man mitten im Gewühl, als wenn man auf dem Apex ist, ist man gewissermaßen in der Ruhe, von der man dann auch die Bewegung nochmal anders sehen kann. Braucht mir Ruhe erstmal, ja? Um die Bewegung fassen zu können. Und diesen Apex Theorie hat als eminent westöstlicher Denker Sri Aurobindo, den ich durch Andreas Mascher stärker kennengelernt habe, in den Formationen des integralen Yoga in seiner Weise zu sehen versucht, auch gesehen und nicht nur gesehen und gedacht, sondern in dieser Weise gelebt, weshalb Aurobindo auch in meinem Buch eine starke Rolle spielt, neben Cusanus und neben Hegel, die das von der europäischen philosophischen Sicht gezeigt haben. Der Philosoph und der Yoga, der Yogi, sind durchaus komplementäre Gestalten. Nun, komplementär heißt, der eine hat auch etwas, was der andere nicht hat, aber sie bedürfen in gewisser Weise einander. Arthur Koestler, den man vielleicht noch kennt, hat in den 60ern ein großartiges Buch geschrieben, Der Yogi und der Kommissar. Genauso könnte man auch sagen, der Yogi und der Philosoph. Das ist nochmal eine andere Komplementarität. Und da muss man wissen, dass die europäische Philosophie eine eigene yogische Dimension hat. Meine verehrten Damen und Herren, das hat sie wirklich. Wenn man so einen platonischen Dialog liest, und was ich jetzt gerade mache, philosophisch, nach diesem Buch, man muss ja dann gleich wieder weitergehen, ich interpretiere nochmal den ganzen Platon durch, und ich frage mich, was ist da eigentlich die Haltung? Das ist nicht einfach eine Theorielehre, die vermittelt wird, sondern es ist ein Gespräch. Jeder platonische Dialog ist ein Gespräch. Und es ist ein Leiden am Nichtwissen, eine Freude, ein Jubel am Wissen, an der Erkenntnis. Das ist auch Tanz, ja, das ist Erotik. Wo der Philosoph zur Erkenntnis, zur Wahrheit kommt, da blitzt etwas auf, eine Evidenz, eine Gewissheit des Ganzen. Diese yogische, übungshafte Dimension, der die Philosophie des Abendlandes immer wieder verloren, braucht deshalb vermutlich auch stark der Wiedererweckung des aus dem Osten. Überdies hat das überliefert und überdauert, nicht zuletzt in den Haltungen der Mönche, in der Übung der christlichen Gruppierungen, die versucht haben, nicht nur in einer Abstraktion zu bleiben, sondern aus dieser Abstraktion in ein wirkliches Lebensideal und ein über uns hinausgreifendes Ideal hineinzugehen. Mein Buch behandelt dann, und damit schließe ich vielleicht auch das Wesentliche ab, natürlich auch, was heute eine Rolle spielt, Fragen unserer heutigen politischen, zerspalten und zugleich zur Einheit geradezu verdammten Welt. Es geht um die Frage der Ethik. Wie können wir eine Ethik der Menschheit finden? Nicht nur kompromisshaft, sondern in einem wirklichen geistigen und spirituellen Tiefe. Eine Weltpolitik, ein Weltrecht, auch eine Weltbildung. Dass unsere Bildung viel zu eng ist und immer enger wird, glaube ich, ist ein ganz großes Problem. Es ist natürlich auch trivial und strukturell, das hat schon Tucholsky in 20 Jahren gesagt, wenn man für Lehrer keine 100 Mark ausgibt, dann muss man Millionen ausgeben für Kriege. So die ökonomisch triviale Seite. Aber die Frage ist ja wirklich, was schreiben wir in unserer, beschäftige mich auch in meiner Vorlesung jetzt in München sehr stark, was schreiben wir in unsere Bildungskanons rein? Und da haben wir große Chancen, wie überhaupt durch die heutigen technischen Mittel. Wir müssen ja nicht mehr das vermitteln oder das so vermitteln, was man im Netz ohne weiteres im Zugriff hat. Wir müssen ein Verhalten können, ein Ethos, eine Spaltung, eine spaltungsverhindernde Spannung in den Menschen hineinbringen, dass er zu diesem Ideal der geeinten Menschheit fähig ist.
dass er selber die Menschheit in meiner Person ist und in jedes anderen Person, so wie Kant das schon in seiner Weise gesagt hat. Und da gibt es natürlich eminente Denker, also bedeutende Denker, die das heute auch in ihrer Weise versuchen. Dieses Buch wäre gar nicht denkbar gewesen, auch wenn es jemandem anderen gewidmet ist, ohne das Gespräch mit meinem Freund Yusefi, einem arabisch-muslimischen, islamischen Philosophen, von dem ich ungeheuer viel gelernt habe. Reza Yusefi, der aus Teheran kam 1992, dann die deutsche Sprache gelernt hat, heute einer der besten Kenner als Iraner der deutschen Philosophie ist, viel mehr als die meisten deutschen Professoren der Philosophie, der ein Buch geschrieben hat, ist mein Jahrgang, da kommt man langsam dann ins Autobiografische, weil ich noch etwas früher ein Buch geschrieben hat, Dornenfelder, wo er beschreibt, wie sein Lebensweg über Dornen führt und zugleich aus der Dorne die Rose kommt. Die Rose, naja, jetzt wird es natürlich sehr mystisch, die Blume ist, die Vollkommenheit, den Kosmos im kleinen Zeichen, die Fünfzahl, ja, Rosenkreuzer, Hegel, Rose, die über Dornen liegt, Dornenfelder. Solche Denker, oder vielleicht bekannter noch in der medialen Öffentlichkeit, Kermani, der Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels letztes Jahr, ein großartiger islamischer Denker, mitten in Deutschland lebend, der ein Buch geschrieben hat, Ungläubiges Staunen, wo er sich als Muslim dieser Kultur widmet. Das alles sind Resonanzen, die ich auf meine Weise hier zu ziehen versuche, bezogen auf den Apex-Theorie, auf das Gespräch zwischen dem Philosophen und dem Yogi. Und meine Damen und Herren, lassen Sie mich mit drei Zitaten, die mir besonders wichtig sind, oder drei Bildern, die in diesen Zitaten liegen, schließen. Die stehen alle drei nicht in diesem Buch drin. Aber es gibt eine sehr gute Möglichkeit, Bücher zu lesen. Man kann ein Buch lesen auf den Satz hin, der in dem Buch selber steht, weshalb das Buch geschrieben worden ist. Da sage ich meinen Studenten, ihr müsst versuchen, den Satz zu finden in dem Buch, weshalb das Buch geschrieben worden ist. Es gibt auch Sätze, die nicht in dem Buch stehen und weshalb so ein Buch geschrieben worden ist. Einer dieser Sätze, der erste und das Bild zugleich, ist ein Bild von Gottfried Benn, der mal geschrieben hat, Leben ist Brückenschlagen über Ströme, die vergehen. Leben ist Brückenschlagen über Ströme, die vergehen. Die Formationen der Kulturen vergehen. Die Konflikte vergehen. Auch die Liebe vergeht. Habend sua fate libelli, solche Bücher haben auch ihre Schicksale. Aber das Leben ist dieser Brückenschlag und dieser interkulturell, transkulturelle Brückenschlag auf den höchsten Punkt hin. Das zweite Bild ist ein Bild, das in der christlichen Pfingsterfahrung seit der alten Kirche immer wieder aufkam und deswegen eine kosmologische Kraft hat, dass die Sprachverwirrung, der Sprachabbruch in ein Sprachwunder endet. Man könnte sagen, Pfingsten in Babylon. Babylon, wo die Sprachverwirrung begann, Pfingsten, das da einsetzt. Interkulturalität, Transkulturalität ist eigentlich der Versuch, Pfingsten in Babylon zu finden. Und schließlich muss man sowas heute vielleicht stärker machen, als es einem noch vor 100 oder 50 Jahren bewusst gewesen ist, weil wir alle aus den Höllen des 20. Jahrhunderts kommen, auch wenn wir sie nicht mehr erlebt oder durchlebt haben, weil diese Höllen, diese gebrannten Kinder, die wir alle sind, durch Familienzugehörigkeiten, da könnte man hinduistisch natürlich auch sagen, durch das Karma, das sich da ablagert, zwischen Tätern und Opfern, in einer ganz tiefen Weise geprägt sind. Wir können uns davon lähmen lassen, eine Möglichkeit. Wir können das verdrängen, andere Möglichkeit. Und wir können aus dieser Grunderfahrung ins Offene gehen. Das ist der Versuch dieses Buches, das ich etwas unbescheiden Weltphilosophie genannt habe, aber nicht, weil ich die Welt im Ganzen umarmen und begreifen möchte, sondern weil es um die Welt geht. So viel kann ich dazu jetzt sagen und dann können wir darüber noch ein paar Worte wechseln. Ja. Danke.